Beim linken Seitenaltar gibt es ganz oben eine Figur. Sie erinnert an die heilige Afra. Sie ist die zweite Patronin unserer Diözese Augsburg und ist um das Jahr 304 in Augsburg gestorben. Daran sieht man, wie alt die Stadt Augsburg schon ist. Und man kann auch erkennen, dass es hier schon sehr früh Christen gab. Die Legende erzählt, dass Afra mit ihrer Mutter Hilaria, der Königin von Zypern, nach Augsburg kam. Sie beteten die römischen Gottheiten, vor allem Venus, an. Einmal kamen zwei Männer an ihre Tür, Bischof Narzissus und sein Diakon Felix, die um ein Nachtquartier und um etwas zu essen baten. Vor dem Essen beteten sie zu Jesus Christus. Afra fragte, wer dieser Gott sei, zu dem sie beteten, und war begeistert von dem, was sie hörte. Sie wollte Christin werden. Weil die beiden Fremden auf der Flucht vor Kaiser Diokletian waren, versteckte Afra sie im Haus ihrer Mutter, die sich ebenfalls bekehrte. Der Bischof taufte zuerst die beiden Frauen. Stetig kamen neue Christen dazu. 9 Monate lebten sie bei der wachsenden Gemeinde. Dann gingen Narzissus und Felix nach Spanien zurück. Als der Statthalter Gaius hörte, dass Afra Christin geworden war, ließ er sie verhaften. Weil die junge Frau sich standhaft weigerte, die römischen Götter anzubeten, wurde sie auf der Lechinsel bei Augsburg bei lebendigem Leib verbrannt. Ihr Körper jedoch blieb unversehrt. Bei der Bestattung ihres Leichnams wurden ihre Mutter Hilaria und ihre Freundinnen erwischt und einige Tage später ebenfalls getötet.